Hallo, das ist der Simon, ich bin Ronit, wir sind von Serlo und wie viele andere hatten wir nicht nur Lieblingsfächer in der Schule. Ich mochte Englisch gerne, Mathe dagegen, Hassfach. Ja, bei mir, ich habe ab der 5. Klasse eigentlich nur Sport gerne gemacht und insbesondere das Fremdsprachenlernen auf dem Gymnasium total gehasst. Und vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, dass dir manche Dinge einfacher gefallen sind und du dich mit anderen schwer getan hast. Und das ist, ich glaube, das ist bei allen so. Und deswegen ist es ein Problem, dass das Schulsystem immer noch verlangt, dass 30 Kinder denselben Stoff im selben Tempo mit denselben Methoden lernen sollen. Da ist es absehbar, dass nicht jedes Kind in jedem Fach immer Schritt halten kann. Und so ist es auch. Das manifestiert sich darin, dass Eltern jedes Jahr fast 1 Milliarde Euro für private Nachhilfe ausgeben müssen, weil ihre Kinder im Unterricht nicht mitgekommen sind. Was aber mit den Kindern, deren Eltern sich diese Nachhilfe eben nicht leisten können? In Deutschland leben fast 500.000 Kinder und Jugendliche, die einerseits starke Probleme in der Schule haben und andererseits unter finanzieller Armut leiden. Und diese Kinder glauben oft, dass sie zu doof sind, um die Schule zu schaffen. Sie geben auf, ein schlechter Schulabschluss führt dann zu schlechteren Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und so wird Armut zum Teufelskreislauf. Und dagegen wollen wir was tun. Mit serlo.org, unserer Lernplattform, hat jedes Kind die Möglichkeit, im eigenen Tempo und wirklich mit den eigenen Methoden Unterrichtsstoff aufzuholen, nachzuarbeiten und sich wirklich anzueignen. Und zwar komplett unabhängig vom Einkommen der Eltern, kostenlos, werbefrei und ohne Login-Barriere. Und so helfen wir aktuell 900.000 Schülerinnen und Schülern im Monat beim Lernen. Obwohl das Angebot für die Schülerinnen und Schüler kostenlos ist, haben wir als Organisation aber natürlich Kosten. Zum Beispiel für unsere Server oder für das hauptamtliche Team, das die ehrenamtlichen Autoren betreut oder die Software weiterentwickelt. Und deswegen bitten wir dich heute um Hilfe, damit wir auch im nächsten Jahr dieses Angebot noch aufrechterhalten können. Wir haben dafür hier oben das Spendenformular oder die Spendenseite verlinkt. Da kann man draufklicken, ist mega interaktiv. Alle Spenden leisten bei uns einen wirkungsvollen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit und helfen, unsere Arbeit unabhängig zu finanzieren. Vielen Dank für euren Beitrag.